Herzlich willkommen bei Toyo Travel. In dieser ersten Folge geht es um den Beginn des Abenteuers mit dem Auto bis nach Asien zu fahren. Es erwarten dich knackige Offroad-Passagen, malerische Bergkulissen und ebenso einen Blick ins Leben im Land Cruiser on the road. Lass gerne ein Abo und eine Bewertung da und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Vlog. Der Toyota ist bereit, alles drin, Wasser aufgefüllt, Kühlschrank voll mit Bier und dann würde ich sagen, geht's jetzt los! Pschiu. Ciao! Ciao, ciao! Das war die Grenze nach Österreich. Das Ziel für heute ist erstmal nach München zu fahren. Da hole ich die Antje ab, meine Reisebegleitung für die ersten 4 Wochen. Ich würde sagen, weiter nach München. Guten Morgen, wir sind jetzt gerade aufgestanden, sind gestern noch recht lange gefahren, sind jetzt hier so mitten in Österreich, oben ist noch so ein See, recht schön hier alles. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir denn, mit wem ich hier so unterwegs bin und was das Ganze so alles auf sich hat. Und diesmal bin ich ja nicht alleine unterwegs, sondern ich habe eine coole Begleitung. Wen haben wir denn hier? Ja, moin, ich bin Antje. Gefunden haben wir uns über Travel Friends. Ja, wir haben uns noch nie gesehen vorher. Wir haben uns in München getroffen. Ich habe die Zugfahrt von Dresden auch nicht genommen. Aber läuft. Wie lange bleibst du hier? Ungefähr? Drei, vier Wochen. Drei, vier Wochen sind wir zusammen unterwegs. Und ich glaube, kommt gut, ne? Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Slowenien. Hier in Österreich war es ganz schön, aber wir sehen schon da oben, da liegt noch Schnee und wir wollen jetzt unbedingt in den Süden, etwas Meer, etwas Strand, vor allem einfach etwas Wärme haben und dann würde ich sagen, let's go! Shit.
Toyota ist auch schon schön dreckig geworden. Wir sind jetzt hier irgendwo auf so einem Berg in Slowenien mittlerweile. Haben gerade noch gut Strecke gemacht, auch ziemlich viel im Gelände. Und ja, jetzt geht es wahrscheinlich da irgendwo dieser Straße da weiter. Auf jeden Fall mit absolutem Panorama. Antje, was meinst du? Ja, wunderschön. Wunderschön, ne? Guten Appetit. Gleichfalls. Na, da neigt sich auch schon der zweite Tag dem Ende zu. Heute sind wir durch Österreich gefahren bis nach Slowenien. Recht viel Offroad in Slowenien, war auf jeden Fall geil. Jetzt sind wir hier so an einem schönen Fluss, haben hier so den Toyota eingestellt, passt ganz gut. Dann machen wir vielleicht heute noch ein kleines Feuer oder so, lassen den Abend ein bisschen ausklingen. Und dann geht's morgen weiter nach Kroatien. Wahrscheinlich das erste Mal mehr. Wir freuen uns, ich freue mich. Also dann, bis morgen! So, guten Morgen aus Slowenien. Wir haben hier geschlafen bei diesem wunderschönen Platz. Ja, jetzt gibt es eine Kaffee erstmal und dann weiter Richtung Kroatien. Machen wir hier ein paar Klimmzüge. Klimmzüge? Klar, ich habe keine Ahnung. Ja, ich hätte da schon Bock drauf. Oh, Junge, Junge. Ja. Tägliches Adrenalin, check. Sehr schön. Dreck gehen. So, der Toyota ist dort unten parkiert. Hier oben soll es sowas nie einen Aussichtspunkt haben. Ich habe hier schon mal so ein bisschen Nachmittagssnack dabei. Die Antje ist zu Fuß hier hoch, die braucht wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder so. Und ich schaue mir jetzt hier mal die Aussicht an. Oha, das will ich euch nicht länger vorenthalten. Seht euch das an.
crazy. Von diesem schönen Aussichtspunkt ging es dann auch wieder weiter. Wir mussten uns langsam damit befassen, einen Stellplatz für die Nacht zu finden. Auch Antje wollte sich mal hinter das Steuer setzen und ich musste mich auf dem Beifahrersitz begnügen. War zwar anfangs etwas unsicher, aber sie machte das ganz gut. Und so fanden wir dann auch einen wunderschönen Platz für die Nacht. Was machst du hier? Naja, es gibt heute mal Bärlauch, wer hätte es gedacht? Selbst gefunden? Bärlauch aus slowenischen Wäldern. Mal sehen, ob das gut kommt. Aber der Platz ist auf jeden Fall absolut faszinierend. Hier der Toyota und da einfach nur pure Natur. Es ist unglaublich. So, mittlerweile sind wir ja hier in Kroatien bei diesem schönen Platz, den wir gerade gesehen haben. Wir sind heute wieder recht lange gefahren, sicher so 3, 4, 5 Stunden und genießen jetzt erstmal hier den Platz, kochen super zu Abend, mal schauen, was es da gibt genau. Und ja, dann werden wir morgen mal ein bisschen hier die Küste entdecken. Schmeckt's? Dieser Stellplatz war wirklich ein Highlight. Wir waren über der Insel Krk im Gebirge von Brezi und hatten einen freien Blick auf das Meer und die ganze Umwelt. Es war wirklich ein einzigartiger Ort. Wir sind hier auf einem Camping in der kroatischen Küste, haben uns sehr gut eingerichtet. Ich bin bereits dabei, das Video zu schneiden, denn die erste Woche ist rum. Antje schläft da ein bisschen und es ist doch ganz schön warm. Deshalb dachte ich mir, ich gönne mir hier erstmal einen Schwung. So, das Wasser ist ganz schön kalt hier, darum geht es jetzt absolut Richtung Süden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen hoch da, ein Abo, kommentiert das Video und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dann!